Jo, da bin ich wieder. Zurück mit Darksiders. Und ja, ich würde sagen, wir bringen Samael mal das letzte Herz. Allerdings, gucke ich jetzt mal kurz, was man hier machen kann noch. Aha, schön. Was kann ich denn mit diesem Haken machen? Das ist interessant, interessant, interessant. Ich verstehe. Ah, da kann man sich nochmal hochziehen, um anscheinend wieder zurück ins Dungeon zu kommen weiter. Aber ja, ich wüsste jetzt nicht, wofür wir das brauchen würden. Deswegen. Ah ja, genau, das hier war der tolle Abgrund, an dem wir gefangen genommen wurden von Silethas. Und hier können wir auch wieder Ruinen beschwören. Ich hoffe, hier war auch irgendwo in der Nähe noch ein Vulge mit Laden, damit wir das Ganze noch ein bisschen beschleunigen können, um zu Samael zu gelangen. Und dann sind wir jetzt mit den vier Auserwählten durch. Dann geht es jetzt nämlich gleich auch in diesen Turm. Das ist im Prinzip auch ein Dungeon, allerdings ist der Dungeon ein bisschen länger als die anderen, weil es auch eigentlich so ziemlich der letzte Dungeon in dem Spiel ist. Und bevor es dann zum großen Finale geht. Und ja, mal gucken. Irgendwie ist hier jetzt kein Bulgum-Shop gerade greifbar, aber gut. Aber gleich sollte einer da sein, dann können wir das auf jeden Fall nutzen. Ja, sind wir wieder im Ascheland. Das geht gar nicht. Ah ne, man kann ja auch, genau, man kann ja auch lang reiten. Die Würmer sind ja tot. Beziehungsweise mit Ruinen geht das alles hier wunderbar. Hier war auch irgendwo ein Wulgrim. Eine Wulgrim-Position. Ich glaube, da hinten, ja doch. Ah. Und dann gelangen wir dann auch zusammen, ey. Nein, ich wollte nicht mit dir sprechen. Ich will ein Schlangenloch benutzen. Und zwar zum glühenden Galgenturm. Ja, da gehen wir jetzt hin, bringen Samael noch das letzte Herz und dann wird's spannend. Das letzte Dungeon fährt auf jeden Fall, was so Rätsel und so angeht, auf jeden Fall nochmal einiges auf. Mir graut es da sogar schon vor einem ganz bestimmten, weil ich natürlich nicht mehr weiß, wie das geht. Und das war, glaube ich, tricky. Und ich glaube, ich habe es per Brute Force gelöst. Also ich habe einfach so lange rumprobiert, bis es geklappt hat. Bin da etwas unsystematisch vorgegangen. Mal gucken, ob ich das diesmal besser hinkriege. Oh. Silitha habe ich gemocht. Wie schade. Aber vielleicht hast du Seelen. Na klar, ein Dämon mit Kummer. Kaufe ich ihm sofort ab. So. Ah, hier kann man auch reiten, das ist gut. Ein bisschen schneller. Nein, ich bin da. Aua. Du kannst mich hier nicht so einfach vom Pferd hauen, Junge. Das stand so nicht in der Beschreibung. So. Okay, dann stellen wir mal den Machtdurst von Samael. Wie sehen die Flügel von dem so aus, als seien die so falsch herum? Aber gut. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass du nicht überlebst, um deinen Teil des Geschäfts zu erfüllen. Gib
es mir. Du hast mich über die Auserwählten belogen. Sie haben niemals den Turm bewacht. Wen kümmert das? Unser Abkommen drehte sich nicht um historische Geschichte. Ich habe dir den Turm versprochen. Und du wirst ihn bekommen. Hat es dir Vergnügen bereitet, mir zu verweigern, was mir rechtmäßig gehört? Da meine Kräfte nun wiederhergestellt sind, bin ich fast wie ein Gott. Ich könnte das Mark aus deinen Knochen saugen, ehe du es merkst. Ich könnte. Aber auch ich habe einen Kodex, an den ich mich halte. Abgesehen davon kannst du über das Gleichgewicht und ein lächerliches Gesetz sagen, was du willst. Ich erkenne einen Rachefeldzug, wenn ich ihn sehe. Und Rache kann ich respektieren. Und was die Details meines Rückzuges betrifft... mir gefällt die Gesellschaft nicht, mit der sich mein Herr abgibt. Warum hast du den Zerstörer herausgefordert, Samael? Bring deine Reise zu Ende, Reiter. Dann wirst du verstehen, schon bald. Du vertraust ihm? Wer weiß, wohin uns dieses Portal bringen wird? Wir werden uns wiedersehen. Ja. Und dann gehen wir mal durchs Portal. Ist eigentlich genau wie so ein Schlangenloch. Nur halt rötlich gehalten. So. Ich glaube, da hinten ist es auch schon zu Ende. Ja, obwohl, ich glaube, es geht noch ein bisschen hier. Ja, oder auch nicht. Gut. Was, hier war noch irgendwas zu entdecken, aber ich glaube nicht. Jo, gehen wir mal durch. Ja, der schwarze Thron. Das letzte Dungeon von Darksiders. Und auch das größte und das längste. Und ja, es warten auf jeden Fall viele, viele tolle Rätsel auf uns. Ein richtig geiler Bossfight. Auf den freue ich mich auf jeden Fall schon sehr. Und man bekommt hier auch wieder eine sehr coole neue Fähigkeit. Ah, cool. Als ich das erste Mal hier war, bei meinem ersten Playthrough, habe ich jetzt gedacht, dass jetzt hier so hinter dieser Tür der Endboss kommt, aber das ist nicht so. Da kommt was ganz anderes. Ja. Azrael. Himmel, hilf mir. Das siebte Siegel, es wurde nicht gebrochen. Was hast du dann von mir zu befürchten, Todesengel? Wenn du nicht vorhast, mich zu töten, dann hilfst du mir vielleicht. Du hast mir für beides keinen Anlass gegeben. Hör mir zu. Das Tor muss geschlossen werden. Der Tor muss von dem Quell abgeschnitten werden. Es ist der Quell, aus dem der Zerstörer seine Macht bezieht. Der Quell der Seelen? Millionen von Seelen. Ja, versklavt. Böse. Eine korrupte Macht, die die Armeen des Zerstörers nährt. Du bist ein Diener der Unterwelt. Bewacher des Quells. Nicht eine einzige Seele fließt ohne dein Wissen zurück in diese Welt. Es sei denn, Torhüter, dass du den Weg geöffnet hast. Der Zerstörer hatte die mächtigsten seiner Auserwählten gegen mich entsandt. Mir ging es nicht besser als dir, Reiter. Gegen Straga. Straga, wirst du mich zu ihm bringen? Darauf hast du mein Wort. Dann sag mir, was ich tun muss. Todesengel. Bitte, du musst eine Möglichkeit finden, die Energie in diese Kammer zu leiten. Ja, genau, damit wir Azrael befreien können. Und erstmal fürs Erste können wir, glaube ich, auch nur hier unten weiter. Ja.
Das hier ist auf jeden Fall ein weit verzweigtes Dungeon. Und hier werde ich sicher einige Parts zubringen. Okay. Ich guck mal kurz, was das nochmal gemacht hat. Ah, nee. Ja. Ach ja, das verschiebt die Wände. Ich weiß nicht mehr, wie man die verschieben musste. Die ist nämlich auch noch so ein Ding. Das hier öffnen, damit man hier lang kann. Ah ja, genau. Und dann kommt man so weiter. Genau. Ja, ab jetzt ist es eigentlich so. So, genau, jetzt müssen wir die Wand wieder hier absenken. Da kommen wir nicht dran. Natürlich nicht. Wie denn auch? Wäre auch so schön. Beziehungsweise zu einfach. Nein, 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 nein. So, jetzt haben wir die Wand schon mal abgesenkt. Das funktioniert schon mal nicht. Und muss ich überlegen, wie es hier nochmal weitergehen. Genau. Wir müssen die Wand im Prinzip so haben, wie sie jetzt ist, damit wir da hinten bei der Treppe hoch können. Weil jetzt kommen wir jetzt hier natürlich nicht mehr durch. Alles will wohl überlegt sein. Da muss man erst hier außen lang. Ich weiß es gerade nicht. Ja. Geht das denn gar nicht? Kommen wir jetzt hier durch? Nein. Ah. Ja, okay. Unter den Linden und so ist der einäugige König. Und ich war, ja gut, wir jetzt auch, ja. Wie hätte man es auch anders machen sollen? So, jetzt kommen wir hier weiter, genau. Ach nein. Hey. Ja, das tolle Geräusch immer dann, ja, wenn man ein Rätsel gelöst hat. Nein. Ich Hornochse. Ja, egal. Wir wissen aber jetzt, wie es geht. Und machen das direkt nochmal. Ohne Umschweife. So. Wieder außen rum.
Dann einmal hier lang. So, diesmal nicht da blöd über die Kante springen. Und ja, dann haben wir auch das hier schon mal geschafft. Und dann würde ich sagen, ich mache an dieser Stelle einen Cut und sage bis zum nächsten Mal bei Darksiders. Tschüss.